Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Diese Dad Video auf meinem Kanal. Wir haben Corona Times und wie ihr seht, ich bin an einem praktisch leeren Supercharger mit meinem Auto unterwegs, auf einer Fahrt, die nötig ist, auf einer langen Fahrt, und möchte diese Gelegenheit nutzen, euch ein paar Gedanken mitzuteilen, die mich im Moment beschäftigen. Ganz ehrlich, ich bin nicht besonders gut sortiert im Moment. Die Corona-Krise wirbelt mein Leben sehr durcheinander, wirbelt mein Arbeitsleben, mein Berufsleben, mein emotionales Leben sehr durcheinander. Und das Vernünftigste, was man da tun kann, ist, sich zu besinnen auf Dinge, auf Bücher, auf Ratschläge, auf Lebensweisheiten, die sich für mich bisher in meinem Leben als sinnvoll erwiesen haben, weshalb ich denke, vielleicht können sie mir auch weiterhin helfen und vielleicht können sie für euch interessant sein. Deshalb wechsle ich heute mal die Perspektive, um euch ein Buch vorzustellen, die 7 Wege zur Effektivität, oder was mir besser gefällt, der englische Titel The 7 Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Diese 7 Prinzipien begleiten mich schon seit vielen Jahren. Ich weiß nicht genau, wann ich dieses Buch gelesen habe, aber es ist bestimmt so 10, 12 Jahre her. Ich möchte sie euch heute auf dieser Fahrt nacheinander vorstellen und mitteilen. Und ich hoffe, dass ihr was davon habt. Ja, das erste Prinzip ist Proaktivität. Ihr kennt bestimmt das Wort reaktiv von reagieren. Das heißt, es kommen Umstände auf mich zu, auf die ich dann reagiere. Zum Beispiel, alle meine Veranstaltungen werden abgesagt oder jemand sagt zu mir, du Idiot, oder was machst denn du für einen Scheiß da auf YouTube? Und ich reagiere sofort und sage, stimmt doch gar nicht, ist doch ganz toll, was ich mache. Oder jemand haut mich auf die Nase und ich hau ihm dann auf das Kinn. Das wäre reaktives Verhalten. Proaktives Verhalten heißt, dass ich selbst ein Verantwortungsprinzip verfolge. Das heißt, ich sitze sozusagen am Steuerrad meines Autos. Ich lasse mich nicht von den Umständen, von den Medien, von den Zeitungen, von anderen Leuten durch mein Leben führen, sondern ich bin mir bewusst, dass alles, was ich tue, meine eigene Entscheidung ist. Proaktives Denken bedeutet, seinen Einflussbereich kennen, also wissen, worauf habe ich Einfluss, diesen Einfluss auch zu nutzen, auch zu wissen, worauf hat man zum Beispiel gerade keinen Einfluss, zum Beispiel, dass es eine Ausgangssperre gibt, dass ich im Moment nicht meine Freunde treffen kann, dass ich keine Interviews führen kann, und dann natürlich zu versuchen, diesen Einflussbereich immer weiter zu vergrößern, zum Beispiel, indem man sich fortbildet, indem man kreativ ist, indem man sich Gedanken macht. Das Zweite, was wichtig ist, um proaktiv zu handeln, ist, dass man weiß, warum man irgendwie handelt, indem man sich nämlich von seinen Werten leiten lässt, indem man seine Werte kennt, indem man weiß, was bewegt mich eigentlich, warum handle ich so und so. Und das Dritte, und das ist eigentlich das wichtigste Element von diesem proaktiven Handeln, ist, dass wir wahrnehmen, dass wir eine Lücke haben zwischen dem Reiz, der von außen kommt, und unserer Reaktion. Das heißt, nochmal im Beispiel von vorhin, wenn einer mich beleidigt, dann kann ich eben sofort selber Bäh sagen, oder ich kann einen Moment, eine Pause machen, und in dieser Lücke entsteht meine Freiheit zu reagieren, nicht zu reagieren, diese Beleidigung gar nicht erst anzunehmen oder ganz klar zu sagen, das hast du jetzt schon zum 10. Mal gesagt, ich möchte so nicht behandelt werden. Also eine Klarheit zu entwickeln, und dafür ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir eine Chance haben, in jedem Moment das, was von draußen reinkommt, sich setzen zu lassen, eine Lücke entstehen zu lassen und dann aus einer tiefen Bewusstheit heraus darauf zu antworten. Wenn immer wir etwas beginnen, ist es wichtig, dass wir wissen, wohin wollen wir eigentlich. Wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen, haben wir keine Gründe, uns in Bewegung zu setzen, und wir haben keine Ziele. Es gibt genügend Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie zum Beispiel eine Karriere erlebt haben und stellen plötzlich mit Mitte 50 fest, dass das, was sie da erreicht haben, der Geschäftsführer oder die hohe Führungsposition, gar nicht das ist, was sie wirklich glücklich macht im Leben, was sie befriedigt, weil sie sich nie überlegt haben, wohin sie eigentlich hinwollen, was sie eigentlich wollen mit ihrem Leben. Und dann sind sie unglücklich. Das ist dann auch das sogenannte Burnout-Syndrom, weil sie bildlich gesprochen ihre Karriereleiter zwar erklommen haben bis oben hin, aber sie haben sie an eine Wand gestellt, an die sie gar nicht hochklettern wollten. Wenn ich eine Show mache oder wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich ein Spiel erfinde, wenn ich ein Lied vorhabe oder ein Projekt, dann weiß ich oft noch nicht genau, wie ich das hinterher wirklich umsetze. Vielleicht fehlt mir sogar noch was, vielleicht fehlt mir Geld, vielleicht fehlt mir Fähigkeit, aber wenn ich anfange, weiß ich schon, wie es aussehen soll. Ich habe eine Vorstellung davon, wie das Ergebnis sein könnte. Dann zieht mich sozusagen diese Vorstellung wie auf eine Schiene zu sich hin. Und manchmal ist der Weg auch ganz anders gewesen, als ich mir das am Anfang vielleicht gedacht habe. Die dritte Gewohnheit oder der dritte Weg hat etwas mit diesen Steinen zu tun.
oder auch mit diesen Steinen oder auch mit diesen Steinen hier, den ganz kleinen. Denn wenn ihr euch vorstellt, dass euer Leben ein großer Eimer ist, in den ihr möglichst viel reinbekommen wollt, dann ist eine Sache ganz wichtig. First things first. Packt erst die großen Steine in euren Eimer, dann die mittelgroßen und dann die kleinen. Dann passt am meisten rein. First things first heißt erstmal ganz praktisch, wenn ich am Tag weiß, was ich so zu tun habe, was sind meine Aufgaben, was möchte ich erledigen, dann ist es einfach wichtig, dass ich mir klar mache, was ist heute unbedingt nötig, was ist das Wichtigste, was bringt mich am weitesten. Vielleicht, was ist eine einkommenserzeugende Aktivität und ich brauche mir gerade Geld, weil so viele Jobs wegbrechen. Und diese Aufgabe ist wichtig, die mache ich zuerst. Man nennt das auch den Drachenschlachten am Morgen. Coffee hat dafür ein ganz einfaches Bild, ihr könnt es vielleicht erkennen. Wir haben vier Bereiche. Ihr seht links oben, da sind Dinge, die sind dringend und wichtig. Rechts oben, da sind Dinge, die sind wichtig, aber nicht so dringend. Links unten, das sind die Dinge, die sind weniger wichtig, aber dringend. Und rechts unten sind die Dinge, die sind nicht dringend und nicht wichtig. Und nach dem First Things First Prinzip können wir praktisch alles, was wir so am Tag tun und tun wollen, einteilen. Nicht dringend, nicht wichtig ist zum Beispiel, sagen wir ehrlich, Fernseh gucken, Serien gucken, TikTok gucken und so weiter. Wenn du nicht unbegrenzt Zeit hast und alles auch in 4 Stunden hinkriegst, sind diese D-Aufgaben die, die du eigentlich gar nicht tun solltest. Lass es einfach weg, dann hast du mehr Zeit für die Dinge, die wichtig sind. Dringend, aber nicht wichtig, das sind Dinge, die muss man halt machen und weil man irgendwie lang genug zugewartet hat, muss es jetzt halt sein. Da muss jetzt halt die Buchhaltung weg oder die Steuer abgegeben werden oder man muss einkaufen gehen, weil man halt kein Klopapier mehr hat. Das sind Dinge, die muss man halt machen. Im geschäftlichen Bereich würde man sagen, das sind die typischen Dinge, die kann man delegieren, die können andere machen, damit man selber Zeit hat für die wichtigen Dinge A und B. Ich hatte mal eine Live-Show, die im Fernsehen übertragen wurde und am Morgen der Show rief mich einer der beiden Stargäste an und hat mir am Telefon mitgeteilt, dass er leider aus persönlichen Gründen an diesem Tag nicht in der Lage ist zu kommen. Das ist eine Aufgabe, die ist wichtig und dringend zu lösen. Ich musste wirklich innerhalb von wenigen Stunden einen Ersatz besorgen, mit dem ich diese Fernsehshow am Abend dann aufzeichnen konnte. Ich habe zugegeben, eine Arbeitsstruktur, die auch mit Dringlichkeit arbeitet. Ich mache Sachen oft erst sehr spät vor einer Show. Das heißt, ich mache es mir künstlich dringend. Es ist wichtig, weil die Show soll ja stattfinden. Und auch das ist eine, aus meiner Sicht, dann akzeptable Möglichkeit von A-Aufgaben. Ansonsten sollten wir versuchen, möglichst viele B-Aufgaben zu erledigen. Das heißt, Dinge, die wichtig sind, die in Zukunft wichtig werden. Zum Beispiel, mit was werde ich in den nächsten 9 bis 18 Monaten mein Geld verdienen, wenn es keine Messen, keine Veranstaltungen gibt, mit denen ich normalerweise Geld verdient habe, dann ist es eine wichtige Aufgabe. Sie ist nicht ganz so dringend, weil ich habe ja noch ein bisschen was übrig, aber sie ist natürlich wichtig und je früher ich sie anfange, desto schneller kann ich sie lösen und desto weniger laufe ich Gefahr, dann wirklich in eine dringliche Situation zu kommen, in der ich aus Stress und Panik handeln muss oder auch Jobs annehmen muss, die ich eigentlich nicht annehmen möchte, weil mein Konto leer ist. Es gibt tatsächlich manchmal Situationen, da ist nicht genug vorhanden und man muss sich teilen. Das heißt, wenn der eine was bekommt, kann der andere nicht mehr so viel oder gar nichts bekommen. Zum Beispiel, wenn man am selben Supercharger steht, dann bekommt der von A erstmal, wenn er kommt, das meiste und wenn dann einer bei B kommt, dann wird das geteilt. Auch im normalen Leben oder im Geschäftsleben ist diese Vorstellung häufig vorhanden, dass was der eine bekommt, der andere nicht bekommen kann, dass man jemandem was wegnehmen muss, um selber genug zu haben. Nachdem sich die ersten 3 Habits von Covey mit der Individualität, mit dem persönlichen Weg zur Effektivität beschäftigt haben, befassen sich die kommenden 3 Wege mit dem Miteinander, mit den anderen zusammenleben. Und Habit Nummer 4 heißt Win-Win-Denken. Also eben nicht denken, dass was ich haben will, kann der andere dann nicht mehr haben. Oder es gibt nur einen Kuchen und den muss man sich teilen. Sondern im Gegenteil nach Lösungen zu suchen, die für beide Partner, zum Beispiel in einem Geschäft, positiv sind. Zum Win-Win-Denken gehört auch, dass wenn man es nicht schafft, eine Situation zu finden, in der beide profitieren, sondern in der praktisch einer
den anderen besiegen müsste oder den anderen übers Ohr hauen müsste oder der eine eben weniger haben muss, damit es dem anderen gut geht, dass man dann möglicherweise einfach gar kein Geschäft macht und auch diese Möglichkeit in Betracht zieht, dass es dann eben gar kein Geschäft gibt. Fürs Win-Win-Denken sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist, dass ich selber nicht von vornherein sage, ich mache mich klein, ich ducke mich weg, ich stehe nicht für meine Ansprüche ein. Ich bin bereit, Haltung zu zeigen, auch zu kämpfen für das, was mir wichtig ist. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass ich selber sozusagen Mut habe und auch Haltung habe und etwas erreichen will. Gleichzeitig ist aber wichtig, dass ich das, was der andere will, berücksichtige, dass ich eine Rücksicht habe auf das, was der andere will und dass man versucht, aus diesen beiden Wegen einen Ausgleich zu finden. Die fünfte Gewohnheit bzw. der fünfte Weg ist einer, den ich sehr, sehr schwierig finde. Es geht darum, erst verstehen, dann verstanden werden. Ein Beispiel aus dem beruflichen Bereich, sage ich mal, ich will jemanden ein Auto verkaufen und ich will, dass er wirklich damit zufrieden ist. Und das ist beim Auto schon sehr wichtig, weil er wird damit sehr lange rumfahren. Da muss ich erstmal rauskriegen, was will der wirklich? Was ist für den gut? Braucht er was, wo hinterher auch ein Fahrrad reinpasst oder braucht er eigentlich nur einen flotten Zweisitzer? Ist für den der wirtschaftliche Aspekt wichtiger oder die Langlebigkeit wichtiger? Ist für den Komfort wichtig? Und dafür muss ich erstmal wirklich zuhören, was der andere sagt, was seine Wünsche sind und vielleicht Verständnisfragen noch nachschieben, damit ich genau weiß, um was es geht. Dasselbe gilt natürlich auch für meinen Beruf als Moderator. Wenn ich praktisch für jemanden anderen auf die Bühne trete und in seinem Sinne reden und handeln möchte, dann muss ich erstmal genau wissen, was er eigentlich will und dafür muss ich erstmal sehr, sehr lange zuhören. Wenn wir anderen zuhören, müssen wir vor allem drei Dingen widerstehen, dass wir interpretieren, also unsere eigenen Gedanken dazu haben, wie es gemeint ist, sondern im Zweifelsfalle nachfragen und sicher sein, dass es so gemeint ist, wie wir es verstanden haben. Das zweite ist der Impuls, sofort einen Ratschlag zu geben oder eine Lösung anzubieten für das Problem. Das ist so ein Männerding vielleicht, jedenfalls ich kenne das sehr gut, dass ich sofort mich aufgefordert fühle, eine Lösung zu haben, wenn mir jemand ein Problem schildert. Und das dritte überhaupt ist, zu bewerten, also zu sagen, ja, das ist richtig, ja, das ist gut, bevor ich überhaupt wirklich im Ganzen verstanden habe, was der andere mir sagen will. Das Prinzip Synergien schaffen, der sechste Weg, die sechste Gewohnheit von Stephen R. Covey. Synergien ist ein bisschen mehr noch als die Win-Win-Situation, wo man einfach nur versucht, einen Ausgleich zwischen Interessen zu schaffen und eine Lösung zu finden, die für beide gut ist. Bei Synergien kann man aus den verschiedenen Sichtweisen von verschiedenen Menschen einen Vorteil ziehen, indem man sie kombiniert und daraus ein umfassenderes Bild bekommt. Wir erleben das jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Krise, dass wir Virologen haben mit einer Sichtweise, Politiker, die ganz andere Dinge betrachten und letztendlich die Entscheidungen fällen müssen, Soziologen, Psychologen, Pädagogen, jeder hat eine Sicht auf die Dinge und die alle fließen zusammen in der Hoffnung, dann eine möglichst gute Lösung insgesamt zu finden. Zum Beispiel in der Wissenschaft kann man einen Gegenstand, ich nehme jetzt mal hier einfach einen Pflasterstein, auf ganz unterschiedliche Weise betrachten. Man kann ihn von verschiedensten Seiten aus betrachten, seine Maße messen, Länge, Höhe, Breite, man kann das Gewicht bestimmen, man kann schauen, was passiert, wenn er runterfällt, man kann vielleicht sogar mit dem Stein schreiben. Da gibt es praktisch unterschiedliche Perspektiven auf einen Gegenstand und die alle zusammen kann man kombinieren. Wenn es um Lösungsansätze geht, bedeutet Synergie letztendlich, dass man die verschiedenen Sichtweisen der unterschiedlichen Beteiligten an einem Prozess alle berücksichtigt und im Idealfall führen Synergien dazu, dass man aus der Summe der eingebrachten Energien etwas kreiert, was insgesamt mehr Energie hat, als diese Summe der Energien sind. Ich bin inzwischen wieder zu Hause angekommen und habe einen langen Weg hinter mich gebracht von 900 Kilometern, bin 10 Stunden Auto gefahren und habe auf diesem Weg 5-mal Pausen gemacht, weil bei mir ist es so, dass ich gerne alle 1-2 Stunden eine Pause mache, um mich zu erholen und dann wieder gut weiterzufahren. Und das führt uns zum siebten Weg, dem siebten Habit von Covey. Das heißt nämlich die Säge schärfen. Es gibt eine schöne Geschichte von jemandem, der in den Wald geht und sieht dort einen Waldarbeiter. Und der Waldarbeiter sägt ganz verbissen an einem Baumstamm herum mit einer Säge, die ganz offensichtlich stumpf ist. Und er sagt, warum schärfst du nicht erstmal die Säge, bevor du jetzt diesen Baum zersägst? Und er sagt, ich habe dafür keine Zeit. Und so wie man eine scharfe Säge braucht, um einen Baum zu zersägen, so braucht man ein vollgeladenes Auto, um zu fahren, muss Pausen machen, um frisch zu bleiben,
muss vielleicht sich dehnen, Yoga machen oder Kraftübungen machen, damit es auch im Alter noch gut läuft mit dem Körper, muss sich fortbilden, um im Beruf fit zu bleiben, ausreichend schlafen und gesund essen. Das ist das, was mit die Säge schärfen gemeint ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr findet das Buch von Stephen R. Covey über die 7 Wege zur Effektivität, die 7 Habits of Highly Effective People, interessant. Like dieses Video, abonniert meinen Kanal, kommentiert gerne, was ihr für weitere Wünsche an meine Videos habt und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.